Nein, meine natürlich nicht, aber interessant wär's. Sehe ich da hinten? Ja, da hinten tummeln sich einige. Vielleicht nutzen wir die Zeit ja auch. Ist der auf dem Dach? Kann eigentlich gar nicht sein, oder? Alles sehr mysteriös. Ich glaube, ich weiß, wie das passiert ist. Ich glaube... Weil hier Sand direkt vor der Tür ist. Der ist hier irgendwie so blöd gespawnt, dass er hier dann irgendwie... Jetzt hatte ich den auf dem rechten Ohr. Er spaziert hier irgendwo rum. Jetzt habe ich ihn auf dem linken. Der ist da irgendwo. Oder da. Ja, keine Ahnung. Ich muss mal über diesen Bug informieren, weil es war definitiv einer. Normal ist das nicht. Das kann eigentlich nicht passieren, normalerweise. Aber was wir machen, wenn wir eh schon wach sind, das schmelzen wir ein. Huch, haben wir hier vielleicht was? Nee, gerade eigentlich nicht. Gerade eigentlich nicht, ne? Aber wir könnten erstmal was essen. Zack. Und ich will mal gerade was ausprobieren. Wenn ich jetzt den Weizen, was weiß ich, nee, ja, ich bin doof. Was haben wir hier denn noch alles? Ich will mich gerade nicht schlafen legen, ehrlich gesagt, nö. Bin ich feige. Kann man das cheaten? Kann ich hier sagen? Dann baue ich ihn ab und es fliegt gleich Gravel weg. Ich meine Flint. Ja, geil. Das funktioniert ja. Ja, ist irgendwo fast schon ein bisschen gecheatet, aber das ist mir gerade egal. Zack, zack. Das kommt wieder weg. Jetzt habe ich auch noch eine Spinne. Ja, du Mistvieh. Ne? Hau ab. Ja, ja. Also irgendwie müssen die hier durchgekommen sein. Ich weiß gerade nicht wie. Jedenfalls cheaten wir uns hier weiter mal. Ist eigentlich kein Cheaten. Ist gerade egal. So. Weil ich denke, wir werden mehr brauchen als 26, wenn das jetzt schon so läuft. So beschissen. Hier machen wir uns komplett. Ein 64er Stack hätte ich gerne. Danke. Tut die sich hier gerade irgendwo weh? Nö, die meckert nur. Die meckert. Ja, soll sie doch. So. Komm. Danke. Ja, ich erschrecke mich immer sehr leicht, muss ich dazu sagen. Ja, sehr leicht. Funktioniert das noch wie früher? Nein, funktioniert nicht mehr. Da konnte man da Sachen drin ablegen. So, aber ganz früher. So, gleich ein paar Fackeln. Was planscht da? Irgendwas planscht hier doch in einem unserer Becken rum. Oh Gott, sei ruhig. Ja, hallo. Dachchen, du bist übrigens hässlich. Ist hier noch eine andere? Oder bist nur du das? Nee. Blödes Vieh.
Komm hierher. Huch, da ist ja zwei. Komm hierher. Hat die sich gerade wehgetan beim Runterfallen? Wie blöd ist denn das Vieh? Ich glaube, das kann hier nicht durchfallen, oder? Ja. ja. So. Wisst ihr was? Hab ein bisschen Schnauze gerade voll. Ich entscheide das jetzt gerade. Wir machen die Monster an, wenn wir gerade nicht aktiv in einer Bauphase sind. Ansonsten sind die immer an. So. Aber nicht jetzt. Weil jetzt sind wir aktiv in einer Bauphase drin. Ganz im Ernst, ich will euch hier nicht langweilen, indem ich mich hier einbunker, weil ich kaum Rüstung habe und mich sterben will und bla bla bla, will ich euch nicht langweilen. Deswegen haben wir die Monster jetzt eben ausgemacht und machen sie nachher wieder an. Halten ja viele Let's Player so, dass man da ein bisschen hin und her switcht. Ich finde das gut. Zack, zack. So, so groß wollte man das schon haben. Ja, ja. So. Dann dieser Raum. Ich schätze mal, das wird der Bastelraum. Ja, das wird der Bastelraum. So war es auch gedacht. Ich sollte mir erzählen, was ich vorhabe, wenn ich es vorhabe. Fällt mir gerade auf. Wir legen hier erstmal den Grundriss. So. Lalalala. Du. Ja, dafür muss ich jetzt eine Axt aufbrauchen. Ja, ja. So, und weiter geht's. Wir legen als allererstes den Boden. Vielleicht war das auch wirklich der Grund, dass direkt vor der Tür hier einfach unsauber Sand war. Ja, den kann man wieder einreißen, ist mir egal. So, und weiter. Ja, ich bin bescheuert. Wie gesagt, das sollt ihr mir. Wenn ihr mich bescheuert findet, sagt mir das. Das finde ich toll. Ich finde das richtig schnuckelig. Nein, eigentlich nicht, aber. Oh, Moment mal. Ja, Entschuldigung, ich wurde gerade unterbrochen. Eher passiv unterbrochen. Nicht so wichtig. Wir machen weiter. So. Hier und hier und hier und hier und hier. Und das Holz geht bald alle. Fällt mir gerade mal so nebenbei auf. Ich glaube, als nächstes. Also, ich muss die Aufnahme demnächst beenden. Tut mir leid, geht leider nicht anders. Ich weiß nicht, wie lang es diesmal geworden ist. Ich glaube, so lange nicht. Tut mir ja sehr leid. Aber. Ach ja. Die haben wir ja getötet. Ui, und da unten sieht es ja gut aus. Ich freue mich. Ja. Würde mich ja wundern, wenn jetzt hier ein paar Meter von der Baustelle entfernt wirklich mal einfach mal Schwarzpulver rumliegt. Das ist ja dann ein deutliches Indiz dafür, dass da jemand zu Besuch war, ne? So. Ja, und jetzt ist das Holz auch alle. Super. Ich denke mal, ein paar Minuten mache ich noch, aber dann pausiere ich die Aufnahme. Mit dem einen Räumchen machen wir jetzt noch ein bisschen weiter, aber dann ist vorerst Schluss und als allernächstes werde ich dann mal in der Let's Show Welt voranmachen und dann darin was aufnehmen. Dass wir da auch mal in die Pötte kommen. Da gibt es auch schön Abwechslung dann, halt zwischen Let's Show und Let's Play. Finde ich ganz gut. Da hat man so einen Teil. Immer wieder abwechseln, mal dies, mal das, mal baut man zusammen, mal erlebt man bloß, was der dumme Anwanderer dann hier so alles zusammengebastelt hat. Ist doch ganz schön.
Ja, Siblings. Oder Siblings. Oder Siblings. Eins davon wird sein. Und dich auch. Auch du, Brutus. Ja, ich weiß, den Witz habe ich schon mal gebraucht. Gebrocht. Och, Ersatzer, jetzt alle. Vokaler, doch, oh. Ja, ja. So machen wir das. So, hey, komm ich damit hin? Halt's Maul. Komm ich damit hin? Ich glaube ja nicht. Ich glaube, das ist eine schöne Vorstellung, aber es wird sie auch bleiben. Oder? Doch, das könnte hinkommen. Doch, nein, nicht so. Ja. Ich hatte früher die Tastenbelegung anders, weil ich eigentlich fast nie einen Bogen und ein Schwert gebraucht habe. Deswegen drücke ich manchmal die falschen Tasten. Also die Nummern, ne? Pam, und es wird dunkel. Es wird dunkel. Diesen unheimlichen, unheiligen Gefilden. So, und ich probiere gerade noch ein bisschen rum, wie das schön aussieht. Sieht doch ganz wohnlich aus. Oder? Findet ihr nicht? Ich finde, das sieht wohnlich aus. Aber nicht genug. So. Hier könnten wir... Der Raum ist ja asymmetrisch. Und deshalb... Hier wollen wir schon ordentlich ausleuchten. So. Jetzt kümmern wir uns als allererstes um die Fenster. Hier kommt ein großes rein. So, haben wir uns auch gleich wieder Holz zurückgeholt. Dich will ich haben. Danke. Geht's hier? Nein. Sah ganz aus, als würde es da reingehen. Das wäre mal cool gewesen, so eine Unterwasserhöhle, aber naja, zu früh gefreut. Gut. Hier mache ich so ein großes, offenes Fenster hin. Na, sieht doch ganz nett aus. Für unsere kleine Bastelstube. Nette Aussicht, schön. Gut. Und nun machen wir uns hier ein normales Fensterchen rein. Hier wird es ja dann nach oben gehen. Ach, da kann man ja eigentlich gar kein Fenster machen, ne? Ein bisschen sinnlos. Aber hier werden wir die Räume verbinden. Das machen wir doch mal. So. Jetzt folgendes. Gehen wir hier hin und basteln uns aus dieser Konstellation an Holzblöcken Treppen. Ja, schön. Haben wir auch das gemacht. Kurz wieder an die Kiste gehen. Zack, zack, zack. So. Stickies behalte ich eigentlich doch immer ganz gerne. So, heben wir hier wieder aus. Also für Sand reicht Stein vollkommen als Werkzeug. Also als Werkzeugmaterial. Wenn man dann so härtere Sachen abbauen will mit der Spitzhacke, sollte man schon irgendwann mal auf Eisen, also auf Eisen sowieso, und dann irgendwann auch wirklich mal zum Beispiel für Obsidian oder Obsidian, nee, egal, sollte man dann doch mal auf Diamant umsteigen. Und jetzt kommt mir nicht mit ihr, was ist mit Gold? Gold ist scheiße. Gold hält weniger aus als Eisen, ist aber schwerer zu finden. Also Gold ist für mich ein sinnloser Rohstoff. Wir brauchen bloß für die Uhr. Sonst braucht man den eigentlich für fast nichts. Mir fällt zumindest gerade nichts ein, was irgendwie wirklich Nutzen hätte. Uhr ist ganz praktisch, unter Tage sieht man immer, wie viel. Also welche Tageszeit gerade ist. Ja, das Holz mache ich noch alle. Ja, ich würde mal sagen, das zimmern wir da rein. Dann kommt hier Holz hin. Kommt auch hier Holz hin und da. Dann so. Und dann so. Und das reicht noch nicht. Ja. So. So, das geht doch.